Unfassbare Studie, Gehirn nach dem Tod noch aktiv. Neurowissenschaftler fanden heraus, dass das Gehirn eines sterbenden Menschen um den Todeszeitpunkt herum Aktivitäten zeigt, die denen ähneln, die beim Meditieren, Träumen oder bei der Erinnerungswiederherstellung auftreten. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns heute wieder ein neues Video rein. Das Video heißt Unfassbare Studie, Gehirn nach dem Tod noch aktiv. Finde ich ein sehr spannendes und interessantes Thema, das Thema, was passiert nach dem Tod. Auch eine Sache, über die ich mir auch schon öfter Gedanken gemacht habe und mittlerweile davon überzeugt bin, dass es auf jeden Fall nach dem Tod nicht vorbei ist. So. Die Anzeichen dafür sind für mich einfach zu offensichtlich, dass es quasi ein Leben nach dem Tod gibt. So. Wie das Leben genau aussieht, was genau passiert, habe ich natürlich keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich noch nicht erlebt. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen mehr sind als unser materieller Körper. So. Ich bin überzeugt davon, dass wir sowas wie eine Seele haben. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Seele auch unseren Körper bewohnt. Und wenn der Körper dann am Ende ist, weil wir ihn verschleißt haben und weil er abgenutzt ist und nicht mehr kann, dann wird diese Seele trotzdem nicht sterben. So. Weißt du? Wo die hingeht, wie die sich verhält, was sie dann macht und so. Keine Ahnung, aber ich bin überzeugt davon. Ihr könnt gerne mal jetzt schon in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr das seht. Und im Chat auch mal gerne jetzt abstimmen. Eins in den Chat, wenn ihr denkt, mit dem Tod ist es nicht zu Ende. Zwei in den Chat, wenn ihr sagt, doch, nach dem Tod ist alles vorbei. Und Lichter sind aus und wir gehen dann einfach, werden vergraben und das war's. So, das würde mich wirklich interessieren. Ich liebe euch, Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, es geht los. Was passiert mit unserem Gehirn nach dem Tod? Oder vielleicht erst eine greifbarere Frage, was passiert in unserem Gehirn, während wir sterben? Zirbeldrüse schüttet DMT aus, soweit ich das weiß, meine lieben Freunde. DMT wird ausgeschüttet von der Zirbeldrüse bei der Geburt und kurz vor dem oder bei dem Tod quasi. Wohin gelangen die Für den Übergang in die andere Welt. Auf die andere Seite. Ich hatte Informationen dieser komplexen Festplatte. Das sind Fragen, die interessieren den Menschen seit Jahrhunderten. Und nun gibt es vielleicht erste Antworten. Neurowissenschaftler fanden heraus, dass das Gehirn eines sterbenden Menschen um den Todeszeitpunkt herum Aktivitäten zeigt, die denen ähneln, die beim Meditieren, Träumen oder bei der Erinnerungswiederherstellung auftreten. Die Studie, die in der Zeitschrift Frontiers veröffentlicht wurde, beleuchtet scheinbar eine sehr geheimnisvolle Eigenschaft des Gehirns. Es könnte diesen kuriosen Schnelldurchlauf des Lebens erklären, der von Menschen erzählt wird, die einen Nahtod hatten. Warum, weshalb, war bisher ein Rätsel. Die Studie zeigt nun, dass das Gehirn während des Todes, aber auch danach noch aktiv bleibt und das Ganze sozusagen orchestriert. Es fing damit an, dass ein 87-jähriger epilepsiekranker Patient mit der sogenannten Elektroenzephalographie überwacht wurde. Damit werden die Gehirnaktivitäten gemessen und grafisch dargestellt. Voll interessant, Bro. Während man sich damit erhoffte, die Anfälle zu erkennen, erlitt der Patient einen Herzinfarkt und verstarb. Leider. Doch die Rest in Peace. Zeichnungen liefen. Was passierte bei einem sterbenden Menschen genau? Wir haben 900 Sekunden Gehirnaktivität um den Todeszeitpunkt gemessen und uns darauf konzentriert zu untersuchen, was in den 30 Sekunden vor und nach dem Herzstillstand geschah, sagte der Neurochirurg Dr. Ajmal Zemma, der die Studie organisierte. Ajmal! Kurz bevor und nachdem das Herz aufhörte zu schlagen, sahen wir Veränderungen in einem bestimmten Band neuronaler Oszillationen, den sogenannten Gamma-Oszillationen, aber auch in anderen wie Delta, Theta, Alpha und Beta-Oszillationen. Diese Gehirnoszillationen kommen normalerweise bei lebenden Menschen bei Erinnerungsflashbacks bzw. Gedächtnisabruf, Meditation, Träumen oder Konzentration vor. Zemma vermutet mit Blick auf Nahtoderzählungen, dass das Gehirn kurz vor dem Tod eine letzte Erinnerung an wichtige Lebensereignisse abspielt. Die Ergebnisse stellen weiterhin unser Verständnis in Frage, wann das Leben genau endet, und könnte sogar für die Organspende interessant sein. Auch wenn hier das erste Mal Gehirnaktivitäten eines sterbenden Menschen gemessen wurden, gab es ähnliche Ergebnisse bei Ratten.
Bei aller Euphorie muss man dazu sagen, dass diese Ergebnisse von einem Gehirn stammen mit Krampfanfällen und Verletzungen. Daher waren weitere Tests geplant. Unfassbar, was wir noch alles herausfinden werden. Und ich glaube, wir werden nie alles rausfinden durch Wissenschaft oder durch Studien und so. Weißt du, wie ich meine? Wir forschen ja schon lange mit der Wissenschaft an dem Unerklärlichen, nenne ich es jetzt einfach mal so. Und ich glaube nicht, dass es irgendwann durch Wissenschaft erklärbar wird. Eine Sache, die ich auch faszinierend finde, ist, dass auch festgestellt wurde, ich glaube, da gibt's, müssen wir mal gucken, ob es da auch ein Video zu gibt, dass wenn man schläft zum Beispiel auch, eine gewisse Grammzahl den Körper verlässt und wenn man aufsteht, diese Grammzahl wieder da ist. So. Also es gibt Leute, die sagen, dass unsere Seele auch ein Gewicht hat irgendwie und dass man das auch messen kann, wenn sie rausgeht quasi, weißt du? Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt. Ich glaube, Reik hat es bei mir in dem Talk gesagt. So. Das müsste man nochmal mies nachrecherchieren. Das ist auch eine interessante Geschichte. Stell dir vor, du siehst dein ganzes Leben vor dem Tod in einer Sekunde nochmal. Mit welchem Zweck macht dies unser Gehirn? Das ist alles, was in einem einzigen Experiment gemessen wurde, mit unserer heutigen Technologie Gehirnaktivitäten zu messen. Es ist ja wirklich so, also das habe ich auch, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die zum Beispiel auch so Ayahuasca machen und so, die haben ja auch genau solche Erlebnisse so, ne? Die gehen teilweise bis zurück. Ich habe auch einen, ich weiß nicht, doch, ich glaube, der hat das auch selber öffentlich gesagt, Master Your Mind zum Beispiel, der hat das auch gemacht und der hat mir ausführlich seine Geschichte erzählt, was er da erlebt hat so, und das war halt auch krass, bist du auf einmal zurück in der Kindheit, in Situationen direkt drin, siehst deine Eltern und so und guckst dann von der dritten Perspektive quasi, was da passiert und so. Also, und das liegt auch daran, dass von der Zirbeldrüse dann DMT ausgeschüttet wird. Genauso wie Leute wie Keanu hat auch ein bisschen was erzählt, so, wo der mal DMT genommen hat, was dann passiert ist und das sind schon so ein bisschen Hinweise dafür. Und es gibt auch Leute, die davon berichten, dass sie wirklich ihren Körper verlassen haben und den Körper liegen sehen haben und quasi sich getrennt haben vom Körper, so, weißt du? Da gibt es schon einige Hinweise darauf, dass wir eine Seele haben, die auch eventuell dann nach dem Tod einfach aus uns rausgeht. Schon, was hinter den Fassaden, mit anderen Worten, was jenseits des Messbaren. Und mit dem Schlafen genauso, ja. Ist auch eine faszinierende Geschichte, wenn du überlegst. So, du legst dich hin, machst deine Augen zu, und du liegst eigentlich die ganze Zeit schlafend im Bett, aber es passieren Dinge so. Und die sind auch wirklich real. Die fühlen sich real an. Jeder, der mal Albträume hat oder generell krasse Träume hat und dann aufgewacht ist, so, der dachte sich, fuck, das ist gerade wirklich passiert. Ich habe das auch öfter noch. So, weißt du? Und das ist doch eine faszinierende, wie geht das? Weil du liegst eigentlich die ganze Zeit nur in einem dunklen Raum und bewegst dich nicht wirklich. So. Und dein Gehirn, so wie ich das gehört habe, macht auch keinen Unterschied zwischen Dinge, die du in deinem Gehirn nur erlebst, mit Augen zu, bei einer Meditation oder so, oder die du wirklich im echten Leben erlebst, so. Das ist so faszinierend auch, weißt du, wie ich meine? Finde ich. Was passiert? ...21 Gramm, R. Kommt ein interessanter Nachtrag zum letzten Video. Und zwar genauer gesagt um die Aussage, dass der Glaube im Grunde für dich mit Blick auf den Tod nur Positives bringen kann. In den Kommentaren unter dem Video habe ich zweimal den Begriff der Pascalschen Wette gelesen. Als ich es nachschaute, merkte ich, dass es im Grunde dieselbe Erkenntnis ist, entdeckt vom französischen Mathematiker und Physiker Blaise Pascal im 17. Jahrhundert. Blaise! Eine Erkenntnis ist immer wertvoller, wenn es von zwei voneinander unabhängigen Menschen entdeckt wird. Davon ausgehend, dass diese logische Argumentation aus meinem Denklaboratorium stammt, habe ich mit Genuss diese Theorie gelesen. Man kann aber nicht ausschließen, dass ich es irgendwann früher gelesen habe und es in mein Denken eingebrannt ist. Es gibt nur eine Wahrheit, aber es führen manchmal mehrere Wege dorthin. True. Der Verstand ist extrem komplex und funktioniert bei jedem Menschen möglicherweise anders. Doch jeder von ihnen ist immer noch ein Verstand. Erinnert ihr euch noch an Srinivasa Ramanujan, der in vollständiger Isolation mit 2 oder 3 Büchern die Mathematik entwickelt hatte? An dieser Stelle ein... Nee, Bro. Das Video haben wir nicht gesehen. Dankeschön an die zwei Personen für den Hinweis.
Wir hören uns die Stelle im letzten Video nochmal an. Heutzutage wird der Unglaube als Wissenschaft, das haben wir uns auch reingezogen, auch sehr interessant, moderner und sinnvoller verkauft. Aber rein logisch ist es immer sinnvoller, einen Glauben zu haben, anstatt keinen zu haben. Das ist überraschend, aber so ist das Wesen des Todes und des Glaubens. Durch den Glauben an eine Religion kann... Das Ding ist doch, auch die Leute, die nicht glauben, glauben doch. Die glauben, dass sie nicht glauben. Ist es nicht so, dass jeder auf eine... Also ich weiß auf jeden Fall, dass Atheisten auch glauben. Die glauben halt an nichts. Beziehungsweise... Ich weiß gar nicht genau, wie es ist, aber es gibt ja Leute, die, also keine Ahnung, wie kann man nichts glauben? Jeder, der nicht an Gott glaubt zum Beispiel, glaubt der trotzdem an irgendwas anderes so. An Wissenschaft, an Wokeness, an den Teufel, keine Ahnung, weißt du? Oder nicht? Nichts verlieren, denn wenn dem nicht so ist und es kommt nichts nach dem Tod, hast du nichts verloren. Denn die Unendlichkeit des Nichts gewinnt. Alles, was du erlebt hast, ist sowieso nicht mehr spürbar, quasi nicht existent. Der nächste Fall ist, wenn du nicht glaubst, könnte es sein, dass dich das Leben nach dem Tod komplett mit dem Ablauf überrascht. Ich war auch mal Atheist, Bro, war ein Fehler. Bro, ich auch. Ich auch, Bro. Ich auch. Überzeugend sogar. Dann gibt es noch den Fall, dass du an das Nichts glaubst und es kommt auch nichts. Aber dann gilt wieder dasselbe wie im ersten Fall. Das Erlebte kannst du sowieso nicht mehr nachempfinden. Nun kann es auch sein, dass du an einen Verlauf glaubst und es kommt anders, als du gedacht hast. Das ist nochmal ein anderes Thema. Dieses Gedankenexperiment sollte nur zeigen, dass tendenziell der Glaube keine Nachteile bringt. Was genau sagt Blaise Pascal dazu? In seinem berühmten Werk Gedanken, veröffentlicht im Jahre 1670, befindet sich die Argumentation. Wie schon gesagt, es ist ein Argument für den Glauben an die Existenz Gottes. Der Erwartungswert des Gewinns durch einen Glauben ist höher als der Erwartungswert im Falle des Unglaubens. Pascal sagt in den Passagen Folgendes. Ihr sagt also, dass wir unfähig sind zu erkennen, ob es einen Gott gibt. Jedoch gibt es logischerweise nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Welche Meinung solltest du annehmen? Es muss gewettet werden. Gibt es ihn oder nicht? Es muss. Wichtiges Detail. Es ist nicht freiwillig. Denn wir alle sind schon im Spiel. Nicht wetten bedeutet automatisch zu wetten, dass Gott nicht existiert. Krass. Dann sagt Pascal, wette sofort, dass es ihn gibt. Wörtlich heißt es in der Passage, deine Vernunft wird nicht mehr verletzt, wenn du das eine als das andere willst, weil nun doch durchaus gewählt werden muss. Die Vernunft wird nicht mehr verletzt, wenn du das eine als wenn du das andere wählst, weil nun doch durchaus gewählt werden muss. Hiermit ist ein Punkt erledigt. Aber eure Seligkeit, wir wollen Gewinn und Verlust abwägen. Setzt du aufs Glauben, wenn du gewinnst, gewinnst du alles. Wenn du verlierst, verlierst du nichts. Glaube also, wenn du kannst. Krass. Hiermit ist ein Punkt erledigt. Aber eure Seligkeit? Wir wollen Gewinn und Verlust abwägen. Setze du aufs Glauben. Wenn du gewinnst, gewinnst du alles. Wenn du verlierst, verlierst du nichts. Glaube also, wenn du kannst. Für mich ist es gar nicht irgendwie, also ich habe mich die Frage schon ganz lange nicht mehr gestellt, weil ich bin halt wirklich von ganzem Herzen überzeugt. Ich habe es gemerkt, ich habe es gesehen, ich habe es gefühlt, weißt du? Dass es was Höheres gibt, so. Dass eine höhere Kraft gibt, dass es eine höhere Energie gibt, so, die über das Körperliche hinausgeht und die uns auch alle miteinander verbindet und in uns allen lebt und auch in allen Tieren, in der ganzen Natur und so. Für mich ist das gar keine... Man kann das fühlen, man kann das sehen, man kann das merken.
So, wenn man möchte. Die meisten wollen halt nicht mehr, aber du kannst es sofort fühlen, wenn du willst. So, weißt du? Wer fühlt das? Wer fühlt, dass es das gibt? Eins. Wer fühlt das nicht? Wer sagt, nee, Digga, ich fühle gar nichts. Ist alles nur genauso, wie es aussieht. Ich fühle nur Materialismus und diese ganzen Sachen. Drüber hinaus, was soll das sein? Nach ihm sollte man bedingungslos an Gott glauben. Denn es gibt die folgenden vier Fälle. Man glaubt an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wird man belohnt. Der zweite Fall ist, man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man nichts, verliert aber auch nichts. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts, verliert aber auch nichts. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wird man bestraft. Diese vier Fälle erinnern stark an das letzte Video. Wir hatten dazu noch das Argument. Peppi tut sich schwer damit. Hast du noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass es mehr gibt als die Dinge, die du sehen, anfassen, erklären kannst, so? Hast du noch nie das Gefühl gehabt, dass es irgendwas Höheres gibt? Dass es irgendwas gibt, was über dein Verständnis, über Materie, über diese ganzen Sachen hinausgeht, so? Irgendein Erlebnis, dass du an irgendjemanden gedacht hast und der hat dich angerufen oder keine Ahnung, du hast mal einen Blick gespürt oder du hast mal ein Lebewesen in die Augen geguckt und hast Gänsehaut gekriegt oder irgendwie hast gemerkt, so fuck, was passiert hier gerade so, weißt du, was ich meine? Hast du noch nie so ein göttliches, übermenschliches Erlebnis gehabt? Moment, nichts zu verlieren, mit der Unendlichkeit des Todes noch etwas ausgebaut, um die Vergänglichkeit des Lebens zu verdeutlichen. Interessanterweise geht die Pascalsche Wette in ihrer dargelegten Form davon aus, dass der Glaube nichts kostet. Pascal gesteht aber selbst, dass man ja für den Glauben irdische Freuden opfern muss. Doch was sind diese irdischen Freuden wert? Das letzte Video sollte verdeutlichen, dass sie im Grunde nichts wert sind. Wert gewinnen die Momente im Leben, die die Form der Unendlichkeit bestimmen, die auf dich zukommen könnte. Diese Denkweise könnte auch für das irdische Miteinander nützlich sein. Denn der Glaube... Voll, Bro. Voll. Leute denken, dass die Erfüllung darin liegt, irgendwie sich Materie zu erarbeiten. Guck mal, wir hatten noch gestern die Diskussion und haben ja gesehen, dass einige Menschen für Geld bereit sind, alles zu verkaufen, was deren Werte sind, was deren Moral ist, was deren Weltbild ist und so. Für Geld sind die bereit, alles zu verkaufen. So. Und die verstehen halt nicht, dass du Geld nicht mitnimmst nach dem Tod. Geld kannst du nicht mit ins Grab nehmen. Du kannst es nicht mitnehmen, Bro. Also warum solltest du deine ganzen Moral, deine Ethik, alles wegwerfen für dieses Zeug? So, weißt du? Ich werde zukünftig mehr darauf achten. Achte mal drauf, Digga. Muss nicht Freude kosten. Im Gegenteil, es kann dir sogar seelische Zufriedenheit geben, medizinische oder soziokulturelle Vorteile. Denn du entfesselst dich von irdischen Genüssen, lernst ihnen keinen Wert zu schenken oder hinterherzujagen. Bekommst du sie dennoch, ist es ein schöner Bonus. Du bist mit dem Tod im Reinen. Pascals Worte mit Blick auf den Gewinn und Verlust waren: Du musst dir auch mal vorstellen, wenn du mit dem Tod im Reinen bist, wenn du keine Angst davor hast zu sterben, wenn du wirklich ganz tief in deinem Herzen keine Angst davor hast zu sterben und den Tod nicht als was Negatives siehst, was würdest du dann alles tun? Und ich weiß, dass 90% der Leute auch hier im Chat ihr Leben ganz anders gestalten würden, wenn sie keine Angst mehr hätten zu sterben und wenn sie nicht diesen Zeitdruck hätten. So. Wir würden alle ganz andere Dinge tun, wenn wir keine Angst vorm Tod hätten, weißt du, wie ich meine? Und deswegen ist das eine der wichtigsten Sachen, die man im Leben, glaube ich, überwinden muss, ist die Angst loszuwerden, weil ich glaube auch, die Angst vorm Tod ist die Ursprungsangst auch für alle anderen Dinge so. Ich glaube, wenn du keine Angst vorm Tod hast, dann hast du in ganz vielen anderen Bereichen auch keine Angst mehr und keine Ängste mehr. Weil am Ende ist Angst immer so mit dem Tod auf irgendeine Art und Weise verbunden. Und wenn du das überwunden hast, lebst du ein ganz neues Leben, ein ganz anderes Leben. Nun aber ist hier eine Unzahl von unendlich glücklichen Leben zu gewinnen, mit gleicher Wahrscheinlichkeit des Verlustes und des Gewinnes und was du einsetzt, ist so wenig und von so kurzer Dauer, dass es eine Tollheit wäre, es bei dieser Gelegenheit zu sparen.
Es braucht keine Mathematik. Ein logischer Verstand sagt... Das Leute schreiben jetzt hier gerade, ich fürchte den Tod auch nicht und so, ich bin ready, dies, das. Das ist halt leicht geschrieben, leicht gesagt. Aber lebst du dein Leben wirklich so? Als ob es dir egal ist. Also ob, als ob das, als ob diese Angst nicht mehr da ist, so, weißt du, wie ich meine? Die meisten nicht, auch die meisten, die es sagen, haben immer noch Situationen, wo sie dann Angst bekommen. Oder gewisse Dinge nicht tun aus Angst. Und so, weißt du, deswegen... Fragt euch selber, schreibt das nicht rein, sondern fragt euch wirklich ganz tief in eurem Herzen, in eurer Seele selber so. Lebe ich so, als ob ich keine Angst vor dem Tod habe? Die Kosten des Glaubens existieren nicht, solange sie endlich sind. Solange die Wahrscheinlichkeit für eine Existenz Gottes größer Null ist, wird immer ein unendlicher Erwartungswert resultieren. Denn jede positive Wahrscheinlichkeit würde bei der Multiplikation mit unendlich... Wurde mal gesagt, wer Angst hat, der hat die Verbindung zu Gott nicht verstanden. True. Unendlich ergeben. Diese positive Wahrscheinlichkeit wird immer existieren. Denn Gott widerlegen, kann das möglich sein? Nein. Und einer schreibt gerade, Gott bzw. Allah sagt, hab keine Angst. Ja? Es geht hier um Vertrauen im Endeffekt, so, weißt du, wie ich meine? Angst ist nicht real, Angst ist eine Illusion. Angst ist in unseren Gedanken so. Es ist nur in unseren Gedanken. Angst kommt nur, wenn du über die Zukunft nachdenkst. Im Endeffekt kannst du keine Angst haben, wenn du im Moment bist. Wenn du mit Gott verbunden bist, gerade in diesem Moment betest oder so, kannst du nicht im gleichen Moment Angst haben. Es geht nicht. Du kannst auch nicht dankbar sein und Angst haben gleichzeitig. Angst geht nur, wenn du aus dem Moment rauskommst quasi und an die Zukunft denkst. Dann kommt Angst. Angst hat immer mit der Zukunft zu tun. Ist es überhaupt möglich, wenn die Definition von Gott nicht von Raum und Zeit abhängt? Wir können alles entwickeln, verstehen und beweisen, doch nur solange es sich in unserer Wirklichkeit mit unseren Gesetzen befindet. Die Marak sagt, jeder Mensch hat Angst vor dem Tod, weil es in uns verankert ist, weil wir tief in unserer Seele Gott fürchten und wir wissen, wir treffen ihn nach dem Tod und sind uns auch unterbewusst unsicher, ob er mit uns zufrieden ist. Das ist ein Glaubenssatz, Bro. Das ist deine Art des Denkens, deine Art des Glaubens so. Aber ich bin überzeugt davon von ganzem Herzen, dass man das überwinden kann quasi. Wenn du einmal verstehst, dass Angst nicht real ist, so, dann brauchst du auch keine Angst haben, weil alles passiert eh, wie es passieren soll. Alles hat einen Plan mehr oder weniger so. Die Dinge, die passieren, sollen so passieren. Deswegen musst du auch keine Angst davor haben. Du musst auch keine Angst vor Gott haben. So, meiner Meinung nach. Ja, Respekt auf jeden Fall. Und ich finde halt Angst vor Gott, habe ich auch schon öfter gesagt, so, wenn Angst, dann vor ihm, aber ich glaube nicht, dass man vor Gott überhaupt Angst haben muss, so. Das macht für mich keinen Sinn, wenn ich richtig drüber nachdenke. Du musst nicht Angst haben vor Gott, im Gegenteil. Ich glaube, man kann definitiv Angst überwinden. Und ich glaube, wenn du in den Status der Erleuchtung langsam reinkommst oder erleuchtet bist, dann hast du von ganzer Seele, von ganzem Herzen keine Angst mehr. Du kannst Angst höchstens unterdrücken, aber keine Urangst. Das ist krass, Bruder. Das ist krass, weil wenn du wirklich daran glaubst und es so in den Chat reinschreibst, dann wird es in deinem ganzen Leben niemals passieren, dass du Angst überwindest. Weißt du? Das, Bro, am Ende des Tages kannst du alles. Wir sind alle göttliche Wesen. Wir haben alle den göttlichen Kern in uns. Wir können alles. Jesus hat keine Angst vorm Tod gehabt. Keiner von den Propheten hatte Angst vorm Tod. Buddha hatte auch keine Angst vorm Tod. Kein Mensch, der Erleuchtung erlangt hat, hat Angst vorm Tod. Im Gegenteil. So. Deswegen, du limitierst dich damit selber und ich würde das loslassen, wenn ich du wäre. Auf solche interessanten Erkenntnisse können die Menschen kommen. Doch die Frage, welcher Glaube denn der richtige ist, wurde außen vor gelassen. Dennoch könnte es vielleicht ein Ansporn sein, sich mit diesen interessanten Themen auseinanderzusetzen. Denn es wird immer dann sehr spannend, wenn wissenschaftliche Funde wie die aus dem ersten Teil des Videos uns für einen kurzen Moment zum Grübeln bringen. Egal wie kurz diese Momente sind. Manchmal ist ein Moment ein ganzes Leben wert. Egal wie kurz die Momente sind, manchmal ist ein Moment ein ganzes Leben wert. Hm.
Ist so. Und ein Leben, vielleicht eine ganze Unendlichkeit. Geile Message am Ende. Feier ich, Bro. Starkes Video. Sehr starkes Ding auf jeden Fall. Interessante Welt. Immer wieder coole Videos auf jeden Fall. YouTube, eure Gedanken zum Thema unten in die Kommentare rein. Da bin ich wirklich gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Peace, Eutchen, Alter. Peace out. Gang.